Okay. Ich guck gerade. Oh, nee! Ja, ja, guys, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft neu damit ungespielt. Hallo! Hallo! Wir haben in der letzten Folge Simon bis an die. Also, ich war's gar nicht. Ich bin unschuldig, wie immer. Letzte Folge war der Horror für mich. Oh. Ja, die Welt Neuland selbst hat Simon bis an die Grenzen seiner Leidensfähigkeit getrieben. Erzähl, was ist passiert? Alles ist schiefgelaufen. Erst habe ich die ganze Zeit dieses Schwein, das ihr da vorne seht, das hat mich komplett psychisch fertig gemacht. Konnte ja letzte Folge sehen. Und dann kam der Creeper von hinten und, oh nee, ich will nicht mehr darüber nachdenken. Falls ihr es genau wissen wollt, schaut auf jeden Fall letzte Folge an. Falls ihr es noch nicht getan habt, was ihr eigentlich haben solltet, die Folgen laden wir immer abwechselnd hoch, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Die letzte war deswegen halt logischerweise bei Simon, die ungeraden, die ungefolgen kommen bei ihm. Und die geraden hier bei mir. Und wir waren eigentlich stehen geblieben dabei, was für einen Holzboden wir benutzen, Steinboden wir benutzen. Der hier war eigentlich kacke. Der hier ist jetzt nicht schlecht, aber ich hatte eigentlich einen anderen vor, den will ich zumindest mal ausprobieren. Ich glaube nicht diese roten Ziegelsteine. Nee, ne? Ich mache jetzt aus dem Stein roten Ziegelsteine. Pass auf, ich bin ein Magier. Nee, ich meinte eigentlich ganz, ganz easy. Einfach nur den hier. Ach, diese Platten. Ja. Sieht ja fast so aus wie der, nur ein bisschen glatt, heller, ne? Wie, ja, das sieht doch, also ich dachte jetzt platt, aber der ist in unserem Texture Pack irgendwie alles so ein bisschen. Dann zeig mal den weißen Marbel nochmal, der war eigentlich gar nicht. Warte, ich zeig den Marbel. Weil ich finde, glaube ich, fast diesen Stonebrick dann am besten. Das ist der ganz normale Marbel? Nee, wir werden dann der andere. Der helle. Der ist zu weiß, ne? Ja, der ist zu weiß. Ich hätte halt gern so einen, der so möglichst smooth ist. Die sind alle. Ich finde den eigentlich schön. Ja, ich finde den am besten, dass den nehmen, okay? Ja. Okay, dann lass alles, was wir hier alles aufgebaut haben. Was ist wohl am schönsten? Wie so ein Baumarkt, wo man so gucken kann, was für eine Vorlage man für so ein Ding nimmt. Und dann machen wir jetzt hier diese Bricks überall raus. Ja. So. 16 Stück haben wir. Die Tür muss natürlich logischerweise auch nochmal weg hier. Alles dabei haben wir da. Finde ich gut, dass das hier so eine geteilte Arbeit ist, so Simon. Ja. Okay, hier wird auch noch Stein gebrannt, aber dauert alles, bis alles gebrannt ist, habe ich das Gefühl. Dauert alles ewig. Jetzt haben wir ein paar Stone Steps, die niemand will. Hast du noch Cobblestone zum Braten? Ja. Dann tu alles rein. Damit das schneller gebraten wird. Ja. Okay. Perfekt. So. Dann mache ich nochmal schnell. Aber dann haben wir schon was ganz ordentliches. Wie wollen wir es mit dem Dach machen? Ich meine, wollen wir da noch ein Obergeschoss haben, wo wir so Betten haben und so? Ja, auf jeden Fall noch ein zweites Geschoss. Okay. Aber so eins mit Dachschrägen oder so ein komplettes eigenständiges Geschoss nochmal und dann darüber noch so ein Dachboden? Warte mal ganz kurz. Ich würde fast schon sagen, hier sind dann schon Dachschrägen drin. Das ist dann so ein gemütlich mit zwei Zimmern. Getrennte Zimmer. Und und dann mit so Dachschräge, okay? Ja. Bist du traurig? Nee. Du hast doch hier, ja, okay. Hä? Was kommst du denn hin? Der Cobblestone ist ganz unten. Achso. Ich will eher noch was testen. Guck okay. Hier. Warte. Du meinst mit anderen Steinen, oder? Nee. Ich brauche eine von diesen Dingern mehr. Was ich glaube, das Dach würde ich fast aus Cobblestone Bricks Ding. Du musst eigentlich ganz viel Cobblestone haben. Tu dir mal in die Kiste. Ich habe alles schon in die Öfen getan. Guck mal in die Öfen. Echt rein. Alles? Weil ich dachte, du hast doch den Tunnel gebaut, dass da richtig viel mehr raus. Da ist auch richtig viel. Dann wollen wir. Da ist ja nochmal 64 Cobblestone. Ich mache noch einen Ofen, warte. Okay. Nee, und mach. Wir brauchen auf jeden Fall richtig viel Cobblestone für alles Mögliche. Weil wir noch das Dach ja auch noch aus Cobblestone wahrscheinlich machen. Ja, guck mal, was da drin ist. Alter, wie viele Öfen? Da ist Cobblestone. Da ist nochmal Cobblestone. Aber immer nicht so viel. Und wo ist die ganze Kohle hin? Und du musst den Ofen da wegmachen, den unteren, weil sonst kann man in die Truhe nicht mehr ran. Okay. Mhm. So. Und dann kommt dann auch schon irgendwo die Decke ran. Und die Decke müssen wir aber eigentlich aus Harz. Nee, müssen wir auch gar nicht. Guck mal, was ich eigentlich zeigen wollte. Guck mal. Mhm. Diese Dinger habe ich jetzt zu Steinen gemacht. Und guck mal. Könnte man das nicht als Akzent ja, finde ich super. Ja. Sieht gut aus, oder? Und aus den Dingern wollte ich auch das Dach machen. Weil dann ist das nämlich passend zum Boden, weißt du? Ich weiß, ich weiß nicht, ob das wirklich gut aussieht. Wie ist es, wenn du hier auch noch so einen hinmachst? Ja, warte. Ja, ich bin mir nicht 100% sicher. Und wollen wir hier nochmal die Linie direkt am Haus noch aus irgendeinem besonderen Stein machen? Also, dass es nicht halt Erde ist. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Ja, ich würde da Gravel machen. Okay.
Gravel ist doch für Wege immer ganz schön. Ja. Hast du ein bisschen Gravel gesammelt beim Abbauen in der Höhle hinten? Eigentlich ja, aber es ist irgendwie. Ich bin eigentlich interessiert daran, was hier hinter dem Berg ist, weil der so hoch ist. Ja, musst du mir da auch noch einen Tunnel machen. Ja, ich versuche hier mal hochzukommen, mal zu gucken, was dahinter ist, okay? Okay. Das würde mich schon. Was hast du alles dabei? Hast du eine Eisenspitzhacke dabei? Ja, so willst du die haben? Ja, und was hast du noch alles dabei? Eisenschwert und Eisen-Axt, sonst eigentlich nichts. Okay, gib mir mal die Eisenspitzhacke. Ich habe gerade eben alles aussortiert. Geh ich mal ein bisschen Eisen. Aber ich brauche eine! Pech gehabt, tschüss. Ich muss mich doch hier hochbauen. Ja, komm, ja, dann nimm erstmal die hier. Die hast du eine Steinspitzaxt? Okay. Die ist zwar fast kaputt, aber die reicht noch ein bisschen. Okay, aber ich habe auch gerade gar keine Steine mit oder sowas. Oder hast du Holz dabei? Um mich hochzubauen, nee, wow. Du brauchst auf jeden Fall eine Workbench nur, damit du wenigstens dann, Nee, ich brauche nur ein bisschen was, um mich hochzubauen. Nee, du brauchst eine Workbench, damit du auch aus Stein dann später unterwegs noch ein neues Werkzeug machen kannst. Ja, ich will ja nur kurz hoch, ich will ja nicht so riesig weit weg. Ich will mich nur einmal hier hochbauen. Ja, aber guck doch mal, das ist voll hoch. Das, so schnell kommst du nicht hoch. Aber ich bin ein Baumann. Hier, hä, ich bin schon voll hoch. Hm. Braucht es nur ein bisschen hier, um was, um mich hochzubauen halt. So, ich baue mich innerhalb des Berges hoch, damit man es von außen noch nicht so sieht, dass es nicht so super hässlich ist. Okay? Okay. Super. So, aber ich muss mich ja eh hochbauen irgendwie hier. Und dann kann ich das hier auch hier drin machen. So, siehst du, jetzt bin ich hier wieder hoch. Ich bin ein richtiger Fuchs, wenn ich mich hochbaue. Mach ich super. Sag, dass ich das super mache. Du machst das einfach 1A. Einfach toll. So, hier geht's wieder ein paar Schritte einfach so hoch. Immer weiter geht das hier voran, mein Lieber. Weil ich will das ja nicht zu hässlich machen, aber jetzt baue ich mal ein bisschen nur so hoch mit Cobblestone. Ein bisschen Cobblestone liegt jetzt hier außen, okay? Hier sind auch verschiedene Ores, die ich noch nie gesehen habe. Pharaoh Ore heißt so ein Ding hier. Okay. Alles dabei, sag ich dir. Das Ding will einfach nur gleich, wie ich hier wieder runterkomme. Und gleich habe ich keine Steine mehr, dann muss ich mich doch wieder nochmal hochbauen. Und hier ist auch mehr Marmor und so weiter, aber Marmor brauchen wir eigentlich gerade nicht, ne? Ist ja eigentlich nee, vor allem so ein Baumaterial. Oder braucht man das für irgendwas Wichtiges? Ich glaube zum Bauen nur. Okay. So. Ich habe das Gefühl, Eisen ist hier vor allem in den Bergen drin, ne? Simon. Weil ich habe es noch nie in der Höhle gesehen. Ich habe es immer in Bergen gesehen. Oder in Höhlen, die oben in Bergen drin waren. Kann es sein, dass das Eisen hier eigentlich nur so ziemlich weit oben immer ist? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war Zufall bis jetzt. Okay. Aber weil es sehr auffällig ist bisher. Immer ist es da. Versteckt sich da. Ich glaube nicht, dass es. Ich check das schon. Sieht von hier oben aber auch ganz schön aus, unten unser Haus. Auch wenn es noch offen ist, nach innen. Boah, ich kann auch 4 Blöcke abbauen. 1, 2, 3. Reicht alles nicht, klar. Ja. Ich muss jetzt noch hierhin. Perfekt, bin oben. Oh, krass. Oh, hier oben sieht man auch die dreckige Landschaft da rechts und so weiter. Hier sieht man erst, wie sehr wir hier eigentlich in der Scheiße eigentlich drin sind. Und das ist auch nur ein super schmaler Berg und dahinter kommt eine coole Landschaft, Simon. Ja, müssen wir noch. Oh, das ist ein lila Baum. Ja, machen wir noch einen Tunnel. Richtig cool. Und hier oben ist eine einsame Kuh. Nee, viele einsame Kühe. Aber die kriegen wir eh nicht nach unten, dann töte ich sie. Ja. Critical Hit. Dann kann ich auch gleich was essen. Brauche ich was zu essen. Ja. Ich baue. Oh nee! Tschüss. Was denn? Nee, ich hab die Kurse sich runtergeschubst. Oh. War ein trauriger Tod für die und kein Fleisch für mich. Ja, man sieht hier genau den Übergang zwischen den beiden Landschaften. Dann sieht man vielleicht sogar das Meer, wo ich in der letzten Folge war. Irgendwo da ganz hinten. Also ich glaube, dass die letzte Folge war. Ich finde es super hier. Ich mache einen kleinen, kleine Brücke. Okay. Ich guck gerade. Oh nee! Oh nein. Oh mein Gott. Hast du überlebt? Ja. Aber nur knapp, Alter. Ich hätte auch ein bisschen was runterfallen können. Eieieiei. Ich war so am Rand und bin einfach runtergefallen. Richtig billig. Aber ich bin direkt bei Eisen gelandet. Ja? Ja. Aber kannst du dich abbauen, ne? Doch, aber nur einen einzigen. Jetzt ist es kaputt. Scheiße. Schade. Und jetzt habe ich auch kaum noch Blöcke, um mich hochzubauen. Noch ein paar Cobblestone. Ich habe leider keinen Step up, kein bisschen Holz dabei, um mir Werkzeuge zu machen. Und hier oben ist halt auch kein einziger Baum. Also ein bisschen blöd von mir. Aber während ich runtergefallen bin, hat sich die Welt ein bisschen aufgebaut. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier sehr genau hier einen Durchschlag zu machen. Ich schau mal an. Kannst du das mal kurz... Oh, das ist eine schwebende Insel, Simon. Das ist eine schwebende Insel. Okay. Ist da irgendwas drauf? Siehst du da was? Die ist über dem Ödland. Schau mal hier, Simon.
Siehst du mich hier oben? Ja, ja. Ich sehe dich da oben, ja. Du bist direkt über mir, ja. Genau. Das ist aber ungefähr beim Tunnel, oder? Wenn du den Anfang vom Tunnel, vom ersten Tunnel nimmst. Und dann rechts einfach. Und genau den Anfang vom Tunnel, mach mal, dass es auch schön aussieht im Tunnel, direkt so 90 Grad, also geht ja nur 90 Grad, ist ja mit Blacken. Und dann gerade durch. Kannst du das mal kurz anfangen, nur so auszuschlagen? Ja, ja, okay, warte. Ich sehe dich, mach das. Ich komme hier nicht raus. Doch, ich sehe, was du da machst. Ja, warte, ich bin hier gerade. Was, ich komme sofort, ich mach sofort. Die schwebende Insel ist direkt über den scheiß Ödland. Ganz kurz mit der Brücke hier rüber. Aber muss man sich da hinbauen oder gibt's irgendwelche Flugsachen hier in dem Mod? Vielleicht gibt's ja irgendwelche Flugsachen, das wäre cool. Ich weiß es gerade nicht, ob es irgendwelche Flugsachen gibt. Wäre der Hammer. Das? Lass uns mal in die Kommentare schreiben. Auch nicht den, ne? Baust du das hier? Ich sehe dich immer noch nicht, da. Ja, ja, warte. I'm watching you, Simon. And I don't see you do what I want you to do. You don't really do what I want you to do, so I don't know really what you do. What is going on down there? You beastly little green thing. Ich mach eine, Bau das doch bitte kurz, dann kann ich auch wieder runterkommen. Ja, okay, ich baue. Warte. Einfach jetzt hier direkt am Anfang 90 Grad nach da? Ja, am Anfang vom Tunnel 90 Grad nach zu mir, halt unter mir durch dann praktisch. Okay? Ja, mach ich gerade. Perfekt, super. Dann haben wir das nämlich, dann kommt man nämlich genau, ja, ziemlich perfekt. Genau, dann kommt man da eigentlich geradeaus 90 Grad. Also ich kann auch mit helfen beim Bauen. Das ist kein Problem, ich bin ein sehr engagierter Mensch. Ich sollte nicht in den Tunnel rein, ich sollte vor dem Tunnel nach 90 Grad. Ja, da genau im Tunnel dann so 90 Grad, dann passt das auch. Dann haben wir nicht so zwei Eingänge dafür, sondern halt nur einen. Das wäre für mich auch eine Option, die sehr in Ordnung gehen würde. Ich schaue es nochmal nach da hinten. Zwischendurch muss ich jetzt essen. Ich habe Gott sei Dank gebratene Sachen dabei, lecker Schmecker. Dann, was hier noch alles so ist. Wir sind ja eigentlich gar nicht so weit weg von unserem Ursprung, ne? Und das ist ein richtig hohes Bambus da hinten. Und da müsste ja eigentlich auch irgendwo diese Burg, dieser Tempel sein. Und den will ich unbedingt sehen. Eigentlich ja. Wir waren in der Wüste. Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann wir in der Wüste waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war nur so ein ganz bisschen Wüste, glaube ich. Aber es war ein Wüstentempel. Ich habe das schon in den Kommentaren gelesen und die haben geschrieben, bei welcher Minute. Und dann bin ich zu der Minute gegangen und dann war der da. Ich höre ganz Leute Zombies. Dann sind da wahrscheinlich Zombies. Die sind übrigens auch Schafe. Aber die sind, glaube ich, auch noch zu hoch, als dass man die sich so einfach holen könnte. So. So, ich hoffe, ich verliere jetzt nicht das, wo ich eigentlich hierher komme gerade. Ich bin gerade ein bisschen weit weg. Bin jetzt aus dem Ding raus, ne? Aus dem Tunnel? Ja. Alter, was das hier für Landschaften sind, Simon. Grandios. Aber keine Ahnung. Ich glaube, ungefähr in diese Richtung ist das gewesen. Aber ich sehe es gerade nicht. Also, ich schätze mal, dass es zu weit weg ist. Ich bin da, wo ich dich am Anfang gesucht habe, als du gesagt hast, hier, du bist in der, du bist am höchsten Punkt, als du kein Stück am höchsten Punkt warst. Aber genau da bin ich. Jetzt bin ich wieder in der Höhle. Genau in der Höhle bin ich. Ja, da habe ich auch mal zurückgegangen. Da, wo noch die Kiste ist. Ja, da habe ich in der Kiste sind sogar noch Seeds drin, aber keine Ahnung, ob man die braucht. Ganz wenige. Hier ist noch ein bisschen. Ah, ja, hier ist eine Crafting Bench. Ja, klar. Perfekt, dann kann ich mir hier Sachen machen. Hier sind sogar noch 11 Eisen drin, die du vergessen hast. Was? Ja. Oh, perfekt. Ja. Ich habe das Eisen da vergessen, habe ich gar nicht mehr gedacht. Ansonsten kann ich hier aber nicht viel machen mit der Crafting Bench, weil ich kein Holz habe. Und hier war, glaube ich, auch kein Baum hier irgendwie so direkt. Da unten ist ein Baum, aber da unten ist auch noch anderes Zeug. Ich komme lieber erstmal wieder zurück nach Hause. Aber das Eisen nehme ich auf jeden Fall noch mit. Leute, das werde ich hier nicht irgendwie zurücklassen, auf gar keinen Fall. So, unser Tunnel ist wieder. Hast du den Tunnel schon komplett durchgehauen? Ja, 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 ja. Perfekt. Perfekt, Simon. Finde ich gut, dass du es gemacht hast. Ich gehe, glaube ich, einfach gleich den Weg da. Den Weg gehe ich da einfach komplett nach hinten durch. Ansonsten würde ich mal sagen, war es das heute schon mal mit der Folge, weil mein Weg zurück nach Hause, den kann ich gleich alleine laufen, da müsst ihr nicht dabei sein. Zuletzt könntest du Simon umschalten, da seht ihr vielleicht mal von unten, wie das alles ausschaut. Nächste Folge kommt nämlich wieder bei Simon, wir nehmen mal abwechselnd auf, das heißt, die Folgen kommen einmal bei Simon, einmal bei mir und wieder umgekehrt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Daumen nach oben drückt. Ansonsten geht es für euch halt morgen weiter mit der nächsten Folge bei Simon. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.